Ja, schönen guten Morgen. 9 Uhr und 13 Minuten und der Servicetechniker ist unterwegs nach einem entspannten Wochenende mit, ja, für unsere Verhältnisse einigermaßen brauchbaren Wetter. Heute bei 12 Grad, ne, kurzärmlich und in kurzer Hose, weil wir haben ja schließlich Sommer. So. Ja, ich fahre jetzt zum ersten Auftrag nach Immendingen zu einer Glasfaseranschaltung. Ja, das sind ein paar Kilometer von Tuttlingen und habe danach auch noch einiges zu tun, nachdem es ja in der letzten Woche relativ ruhig war, war auch nicht ganz so tragisch. Ich hatte ja Geburtstag und habe mir da einfach so ein paar Freistunden bzw. Tage gegönnt. Ich gehe ja jetzt noch nicht in Urlaub, vielleicht irgendwann im September, Oktober und deshalb werde ich mir vielleicht die einen oder anderen Tage mal freinehmen zwischendurch. Jo, ich bin gleich bei meinem ersten Kunden, wie gesagt, Glasfaseranschaltung und es scheint ein Adliger zu sein, ja, ein von und ich bin nicht mal richtig rasiert, Mensch, naja. So, da bin ich nun alleine in der Garage und hier ist auch schon mein APL, da hänge ich jetzt einen Laser drauf und fahre dann zum Technikstandort. So, der Laser ist drauf und jetzt fahre ich zum Technikstandort, der ist hier ein bisschen weiter weg, um die 4 Kilometer, ne? Und obwohl ich jetzt hier mittlerweile gesucht habe, hinten an den Zuleitungen, im Dunkeln, ja, muss ich leider sagen, das Licht kommt nicht an. Und jetzt fahre ich wieder zum Kunden zurück und versuche die nächste Phase. Neue Faser, neues Glück. Ja, was soll ich sagen, die zweite Faser kommt auch nicht an, ja, das heißt, das war's für den Moment. Ja, und es wird leider nichts heute mit der Schaltung und ja, ich glaube, ich habe an diesem Technikstandort noch nie die Leitung durchschalten, weil bis jetzt noch keine ankamen von meinen letzten Aufträgen, keine Ahnung, was da los ist. Entweder stimmt da die Doku nicht oder ist irgendwo eine Unterbrechung, ja, irgendwas in der Richtung muss es sein. Auf jeden Fall, fahre ich jetzt wieder zum Kunden und ja, werde ihn informieren. Tja, schade Marmelade. Ja, der Kunde war natürlich jetzt begeistert, weil der ist schon 10 Tage ohne Internet und hier in der Ecke ist es besonders dramatisch, weil hier ist auch extrem schlechter Mobilfunkempfang, ne? Naja. Jetzt müsst ihr da kurz bei mir zu Hause vorbeifahren, denn ich habe jetzt gerade festgestellt, ich habe zu wenig Installationsprotokolle dabei und musste jetzt eine Woche ausdrucken. Jetzt fahre ich zum nächsten Kunden in den Raum Speichingen. Auch bloß ein paar Kilometer von Tuttlingen zur nächsten Inbetriebnahme, die hoffentlich besser läuft als die letzte. So, ich bin gleich beim nächsten Kunden, der bekommt heute einen 300.000er, wenn alles gut geht, natürlich via Glasfaser. Na, schauen wir mal. Ja, jetzt hoffen wir, dass es besser klappt wie das heute Morgen, ne, das Ticket. Für das habe ich jetzt übrigens auch schon beim Netzbetreiber Richtung Field Service einen Auftrag aufmachen lassen, damit es eben zügig geht und der Kunde dann bald mal irgendwann Internet hat. Ne? Und wir haben gerade aktuell 16 Grad, also meine Beharrlichkeit mit Sommerklamotten hat sich bis jetzt ausgezahlt. Ja, an diesen Technikstandort kann man sich wahrscheinlich auch erinnern.
Da ist bis vor kurzem eine Steinplatte draußen gewesen. So langsam sackt hier der ganze Boden ab. Ne? Ist also nicht so schön. So, ich habe ihn geöffnet, den Technikstandort, und bin jetzt auch schon drin. Ja, wie gesagt, Technik hier, wer schon länger meine Story schaut, und das sind die Fasern, die von den Kunden kommen. Und jetzt suche ich erstmal die, wo mein Laser drauf hängt. Aber dazu mache ich jetzt erstmal schön dunkel. Huh, also hier ist dunkel, komplett abgedunkelt, und deswegen habe ich auch diese Faser sofort gefunden. Jo, Kunde ist gepatcht von hier. Jetzt dann unten rum sozusagen unter der Bodenplatte und dann hier drauf auf die 20er. Ja, und jetzt geht's wieder zurück. Ich bin gleich wieder beim Kunden. Werde jetzt seine Fritzbox in Betrieb nehmen. Ist übrigens ein Privatkunde. Ja, auf seine Endgeräte anschließen. Hab gesehen, da hängt noch eine alte ISDN-Anlage. Ich glaube, eine Agfeo oder sowas. Uraltteil. Aber ja, ist normalerweise kein Problem. Ja, und dann geht's in eine ganz andere Richtung, ne? Hier sind noch zwei. So, das war's. Das hat Gott sei Dank alles wunderbar und problemlos funktioniert. Bandbreite war auch top, also Kunde ist sehr zufrieden. Ja, und jetzt geht's ein bisschen weiter, nämlich zunächst mal Richtung Balingen. Also das gibt jetzt so eine halbe Stunde rum Fahrerei. Und langsam wird es ganz schön warm, Mensch. Ich glaube, bin doch zu warm angezogen. Wir haben 17 Grad, da. Bombe. Ja, ich habe gestern im Brötchenhorn-Livestream erzählt, dass ich jetzt meinen Zigarettenkonsum dauerhaft runterschrauben möchte, ne? Und jetzt rauche ich übrigens meine dritte Zigarette, so kurz nach 12, und ja, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Jo, jetzt bin ich gleich bei meinem nächsten Kunden, und es sieht nach Regen aus, so langsam, ne? Endlich mal wieder Regen. Ja, der Kunde bemängelt Bandbreitenprobleme. Das heißt, es ist eigentlich eine Störung. Und jetzt habe ich heute Morgen festgestellt, dass meine Testzugangsdaten irgendwie nicht funktionieren. Aber ich muss auch am Port prüfen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, ist, dass ich die Fritzbox beim Kunden schnell abbaue, an MFG fahre, dort mich draufhänge und dort meinen Speedtest mache. Andere Möglichkeit gibt es im Moment nicht. Aber ja, ich habe den Kunden gerade informiert, müsste klar gehen. Aber ich schaue mir jetzt natürlich erstmal alles beim Kunden vor Ort an. Vielleicht ist ja auch nur ein Konverter im Eimer oder sowas. Ja, also ich werde es gleich sehen. Ja, und mein Navi führt mich mal wieder komplett durch die Pampas. Ich hoffe, es weiß, was es tut. Ja, ich glaube, ich bin schon dreimal durch den Ort hier durchgefahren. Irgendwie ja, findet mein Navi diese Adresse nicht und auch nicht Google Maps. Ne? Aber jetzt habe ich gerade einen Kunden angerufen, der hat es mir jetzt erklärt. Und ja, kann sich nur noch Minuten handeln. Ja, jetzt bin ich unterwegs zum MFG mit der Fritzbox des Kunden. Ja, und zwar hat man folgende Konstellation. Der Kunde müsste eigentlich 300 Mbit im Download und 120 im Upload haben. Und bei meinen ersten ein, zwei Messungen war der Download immer so bei knapp 100 und der Upload bei unter einem Mbit, ne? Also total Katastrophe. Und jetzt habe ich auf jeden Fall meinen neuen Konverter ran gemacht. Und mit dem Konverter habe ich jetzt dann den Download auch nicht verbessert bekommen. Aber der Upload ging jetzt so Richtung 100 Mbit. Ja, jetzt fahre ich, wie gesagt, kurz an den MFG. Hänge die Fritzbox des Kunden drauf, mache dort meinen Speedtest und schau mal, ob es am Port liegt, ne? So, ich bin am MFG. Und hier ist meine geile Versuchsanordnung. Ja. Erstmal die Fritzbox des Kunden. Ein Konverter, der jetzt praktisch hier in seinen Port geht. Oh, jetzt Ameisen ohne Ende. Schweinerei. So, ja, jetzt warte ich kurz, bis ich einen Link habe, und dann mache ich meinen Speedtest.
So, jetzt habe ich hier ein paar Speedtests gemacht unter verschiedenen Konstellationen und komme auch nicht höher wie beim Kunden direkt. Und jetzt wird der Netzbetreiber einen neuen Port einrichten. Ne? Es sind ja noch ein paar frei. Ja, nix wie weg hier. Also ich glaube, dieser MFG ist auf dem Ameisenhaufen errichtet. Ja, ich musste mich jetzt hier die ganze Zeit gegen Ameisen zu Wehr setzen. Echt krass. Auf jeden Fall haben wir jetzt den zweiten Port eingerichtet und hatten genau die gleichen Werte. Und deshalb gehen wir jetzt eigentlich davon aus, dass es an der Fritzbox des Kunden liegt. Ja, das ist auf jeden Fall die kundeneigene Box. Und ja, abschließend können wir es leider nicht hundertprozentig sagen, aber 90% Fritzbox. Ja. Kunde soll sich jetzt mal irgendwo eine andere beschaffen, die mal ranhängen und dann mal gucken, was geht. Und ja, ich fahre jetzt natürlich wieder zum Kunden mit seiner Hardware. Der ist natürlich jetzt schon die ganze Zeit offline. Ist ein Softwareentwickler. Und ja, auf jeden Fall, der Download ist jetzt schon wieder wesentlich besser wie vorher. Ne? Immerhin. Ja, und ich bin unterwegs zum nächsten Auftrag. Wir haben jetzt beim Kunden gerade nochmal einen Speedtest gemacht über sein Netzwerk. Da kam er dann auf ja, über 250 Mbit im Download und ja, knapp 100 im Upload. Womit der Kunde jetzt soweit zufrieden war. Und ja, da machen wir jetzt auch kein weiteres Fass auf. Und ich fahre jetzt Richtung Mössingen zu einer Derangierung. Ja, und lieber Mann 2014-08, danke für deine Nachricht. Das habe ich natürlich überprüft in den Verbindungseinstellungen, ob auch die richtige Bandbreite eingetragen ist. Ja, das war es aber auch. Ja, aber wie gesagt, jetzt hat man wieder ja, fast volle Bandbreite, komischerweise. Und jetzt soll der Kunde einfach weiter beobachten. Ne? Genau. Ja, auf jeden Fall fahre ich hier wieder total verboten. Aber ja, ich schiebe es einfach aufs Navi, wenn was ist. Wow, wir haben eine Hitzewelle. Mittlerweile 21 Grad. Krass. Boah. Ja, ich muss jetzt Schlüssel holen und das ist auch wieder so ein ja, verfluchter Standort für Schlüsseltresor, weil von hier aus sind es jetzt knapp 7 Kilometer bis zum HVT. Ne? Also wirklich wieder clever gelöst. So, da ist er, der HVT Mössingen. Jo, ich bin drin im HVT. Aha. Ja, so sieht es aus im Hauptverteiler der Deutschen Telekom. Ja, da haben ein paar Kollegen die Türe offen gelassen. Da laufen wir einfach mal rotzfrech durch. Ne? Hier auch natürlich Glasfaser. Gleiche Technik, die man schon kennt aus meinen Stories. Und ja, hier die gute alte Kupfertechnik. Ja? Ja, hier scheint überall Tag der offenen Tür zu sein. Überall sind die Türen offen. Und ja, ich bin jetzt in meinem Kollokationsraum. Mal ein bisschen Licht hier erstmal. Ja, und werde jetzt hier eine 2 Mbit Strecke rausrupfen und dann war's das. Ja, und das ist das Übrigbleibsel von einem S2M Anschluss. Ja. Die Derangierung ist erfolgreich erledigt und jetzt geht's wieder zurück an den Schlüsseltresor. Ja, und 15.10 Uhr bin ich losgefahren am HVT und jetzt haben wir 15.21 Uhr. Also 11 Minuten alleine nur zum Schlüssel holen und wegbringen. Na, geil. Schlüssel ist weg und jetzt fahre ich zur nächsten Derangierung nach Weil im Schönbuch. Ja, so knapp 30 Kilometer. So, mittlerweile habe ich den Schlüssel wieder abgeholt am Schlüsseltresor. Und ja, zum Glück sind es nur knapp 2 Kilometer bis zum HVT. Also, diesmal alles richtig gemacht. Und ja, an diesem HVT war ich tatsächlich auch noch nie. Ne? Musste jetzt schon ein bisschen den Schlüsseltresor suchen. Und ja, bin mal gespannt, weil es gibt
sag mal, in der Ecke selten noch HVTs, die ich nicht kenne. Ne? Mal gucken. Ja, krass. Und hier war ich tatsächlich noch nie. Wer hätte es für möglich gehalten? Ne? Aber muss irgendwie ein Außenzugang sein, weil keine Schlüsselkarte dabei ist. Und wahrscheinlich ist es genau die Tür. Na, mal gucken. Ja, so ist es. Das ist die Außentüre. Und hier ist mal richtig Platz, ne? Hier kann man also fast Fußball spielen. Keine Ahnung, ob da mal noch ein anderer Betreiber drin war. Aber das ist auf jeden Fall die Technik meines Netzbetreibers, für den ich jetzt noch was derangieren muss. So, die Schau erledigt. Das war im Prinzip eine 100 Mbit Ethernet, die praktisch an die Telekom übergeben wurde. Und da wurde jetzt praktisch auch die Leitung derangiert. Und jetzt ist gut. Jo, das war's für heute. Alles heute erledigt. Jetzt bringe ich den scheiß Schlüssel weg in oder zum Schlüsseltresor. Wie gesagt, sind hier nur Gott sei Dank 2 Kilometer. Also alles überschaubar. Und dann geht's mal Richtung Heimat. Ja, da ich jetzt noch so über 100 Kilometer Heimfahrt habe, habe ich jetzt natürlich noch was zum Futtern geholt. Ist ja klar. Ne? Damit ich nicht verhungere auf der Heimfahrt. Und ja, heute geht die Story auf jeden Fall deutlich länger wie sonst, denn heute Abend fahre ich noch nach Zürich auf den Flughafen. Da hole ich meine Tochter dann ab und ihren Freund. Und da mache ich bestimmt so die eine oder andere Story, ne? Ja, ansonsten wird es noch einen TikTok geben wahrscheinlich. Habe jetzt noch, nachher noch ein bisschen Zeit. Und ja, ansonsten, wer sich nicht für meinen Trip nach Zürich interessiert, dem wünsche ich einen schönen Abend, ne? Und bis morgen. Bye. We'll be right back.